Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, worin unterscheidet sich die Primär- von der Sekundärforschung? Im Rahmen der Marktforschung haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um an Daten zu gelangen. Einerseits haben Sie die Möglichkeiten, Daten neu zu erheben, und andererseits haben Sie aber auch die Möglichkeit, auf bereits vorhandene Daten zurückzugreifen. Und je nachdem, mit welchen Daten Sie in weiterer Folge arbeiten, spricht man entweder von der Primär- bzw. von der Sekundärforschung. Und wenn wir uns diese Unterschiede dann noch etwas genauer anschauen, so sprechen wir im Rahmen der Sekundärforschung davon, dass die Auswertung auf Basis von bereits vorhandenen Daten erfolgt. Und hierbei können wir einerseits auf unternehmensinterne Informationsquellen und andererseits auf unternehmensexterne Informationsquellen zurückgreifen. Zu den unternehmensinternen Informationsquellen gehören hier beispielsweise Besuchsberichte von Außendienstmitarbeitern oder aber auch Daten aus Ihrem CRM-System oder aus dem Rechnungswesen. Im Rahmen der unternehmensexternen Informationsquellen können wir beispielsweise zurückgreifen auf amtliche Statistiken, Publikationen oder aber auch Branchenberichte von Kammern. Und im Unterschied zur Sekundärforschung werden im Rahmen der Primärforschung die Daten neu erhoben. Und hierbei unterscheiden wir zwischen einer einmaligen Erhebung, sprich ob die Daten lediglich einmalig für die Marktforschung erhoben werden oder ob die Daten laufend erhoben werden. Ja, so viel einmal zum Unterschied zwischen der Primär- und der Sekundärforschung. Und somit sind wir dann auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Frei.